Aquarellmalerei gefällt mir eigentlich am besten, dass die Farben halt sehr hell sind und man dadurch auch Farben mischen kann, übereinander Schichten machen kann. Auch gefällt mir relativ gut, dass man, wenn man das Bild in den Rahmen hängt, dass auch das Licht durchscheint und dadurch das Bild viel heller. Bei der Aquarellmalerei arbeitet man entweder mit dem Pinsel oder mit einem Schwamm zum Tupfen. Um die Farben zum Beispiel heller zu bekommen, benutzt man sehr viel Wasser und kann auch um es dann dunkel zu bekommen, mehrere Schichten übereinander legen. Ich male die Mongoffiale von Telgte über der Ems. Da kann man halt auch gut die Nasse-Nass-Technik verwenden, weil die Ballons sich in der Ems spiegeln. Und man malt mit unterschiedlich vielen Schichten, da es halt unterschiedlich hell und dunkel werden soll. Und ich habe halt auch viele Farben, wodurch das Bild immer andere Aspekte bekommt.